zur Not noch ein bisschen Land kaufen. Jetzt ist das Boot natürlich dort gerade reingefahren. Gefällt mir gar nicht. Das soll man bitte dort wegfahren. Was habe ich hier? S-Kurven. Ja, genau, fahr dort raus. Danke. So, erstmal die Kurve kriegen und dann geht's berghoch steil. Achso, den Baum kann ich nicht wegreißen, weil der nicht zu meinem Park gehört. Dann werden hier mal ein bisschen die Autofahrer nass gemacht. Muss man auch noch irgendwelchen Bäumen drumherum bauen, na, das ist ja ätzend. Die kann ich abreißen. Das wird einfach so eine Wildwasserbahn, die so ein bisschen stufenförmig hier bergab geht. Hier gibt es mal einen größeren Drop und dann geht es wieder berghoch. Oh, Gelände gehört dem Park nicht. Warte mal. Oh, eins vorbei. Oh, das ist natürlich bitter. Kann ich das kaufen? Ach, hier kann ich noch kaufen. Muss ich eh, wenn ich hier hinten den Anschluss finden will an die Bahn. Ach, Ihr seht schon, das wird eine Wildwasserbahn aus mehreren kleinen Drops, wie man so schön sagt. Es gibt also keinen, ich sag mal, einzelnen großen, sondern mehrere kleinere. Was ja auch nichts Schlechtes sein muss. Hier gibt es nochmal einen kleineren Finaldrop. Mit dem ich dann aber ja die Kurve nicht kriege. So. Eingang, Ausgang. Ich denke, mir kann man doch bestimmt 5 Mark nehmen für die Fahrt. Ach, wir sind mit 4 Mark. Obwohl, nee, kommen gleich 5 Mark. Müsste eigentlich klappen. Erstmal auf Testfahrt stellen. In der Zeit baue ich mal hier die Warteschlange. Cool, passt perfekt hier. Und die Warteschlange führt jetzt nämlich hier entlang. Oh, einen nach unten muss ich noch. So. Dann können wir es eigentlich schon aufmachen, würde ich sagen. Natürlich wieder hier die üblichen Bänke und Mülleimer hin.
Damit es ja gar nicht erst den Unmut hier gibt von den Parkbesuchern, dass das hier alles zu dreckig wäre. Und dann Mechaniker mache ich jetzt auch mal auf die bekannte Fünfer-Gruppe. Aufseher kommt dann noch hin, zwei Stück, die ja so ein bisschen durch den Park latschen. Oh, bei Karussell und bei der Rutsche steht keiner mehr an. Und beim... Nee, doch, Karussel. Carousel. So viel bezahle ich nicht. Okay, dann gehen wir mal runter. 2 Mark. Na, für 2 Mark scheinen sie wieder zu kommen. Was ist bei Cloud9? Das ist in Ordnung. Was ist beim Spiral Slide? So viel bezahlen sie nicht dafür. Aber 50 Pfennig doch bestimmt, hä? Ja, da kommen sie wieder an. Na, was ist beim Shuttle Loop? So viel bezahle ich nicht für Shuttle Loop, okay. 3 Mark dann vielleicht. Die ersten Leute stehen schon an der Wildwasserbahn an. Verkehrswert des Parks ist jetzt gesunken. Okay, warum denn das? Na gut, ist vielleicht so. Muss jetzt vielleicht erstmal wieder ein bisschen Geld reinkommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich hau einfach mal eine Werbekampagne raus. Gutschein für eine Freifahrt. Ach, diese ganzen kostenlosen Freifahrtsgedöns. Das kannst du knicken. Gutschein für ein Gratis-Eis. Werbekampagne für den Park und dann Werbekampagne für die Baumstammrutsche. Die epischste Baumstammrutsche der Welt ist das. Die ist so episch. Und gleichzeitig wird der Preis nochmal erhöht auf 40 Mark. Ist natürlich heftig, wenn hier Leute reinkommen mit 55. Und am Eintritt schon, 40 Mark zahlen müssen. Die können dann natürlich nicht wirklich viel fahren, ne? So, 3 Minuten 14 fährt die Bahn. Das sind 194 Sekunden. Und wir haben 12 Boote, das heißt, alle 16 Sekunden muss eins abfahren. Damit es einen gleichmäßigen Takt auf der Runde gibt. Da lege ich ja persönlich immer Wert drauf, dass das da alles ein bisschen gleichmäßig abläuft. Als nächstes gibt es eine hängende Achterbahn. Da liegt Erbrochenes rum, finde ich aber nicht schön. Oh, jetzt ist der Parkwert, Verkehrswert wieder gestiegen auf 11.000. Die hängende Achterbahn, das ist die hier. Das ist auch so eine, die ich ungern baue eigentlich. Weiß ich auch nicht warum. Ist halt so, ne? Gucken wir uns mal die Wildwasserbahn ein bisschen an, dass jetzt dieser 16-Sekunden-Takt dort eingestellt ist. Obwohl das nicht wirklich danach aussieht, als würde das passen. Jetzt 16 mal 12, naja, kommt aber ungefähr hin. Abgerundet. Halt blöd, dass man hier nicht mehr Boote haben kann, sondern bloß die 12. Eigentlich müsste das, wenn das Spiel realistisch wäre, müsste das eigentlich so eine... Na gut, nee, es gibt ja auch solche mit solchen Stationen wie im Spiel. Ich meinte jetzt, im Heidepark gibt es ja
Es gibt ja auch diese, also es gab ja mal leider, muss man sagen, im Heidepark diese Bergwerks-Wildwasserbahn, wo es ja unten dieses Kreis, dieses, diese, 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 diesen Kreisteller gab, dieses Runde, wo man dann drauf gehen musste, während sich das dreht. Und es gibt ja auch die andere Wildwasserbahn mit dieser geraden Station halt, aber hier wäre es halt cool, wenn man irgendwie mehr Boote drin haben könnte. Aber gut, da ist schon wieder Erbrochenes dort an der Stelle. Was machen die denn hier, die Leute? Ich stelle jetzt auch mal einen Rasenmäher ein, der hier hat einen Rasen mäht. Damit das da auch wieder ein bisschen schön aussieht. Parkverkehrswert steigt. Und da geht's abwärts. Obwohl doch, das scheint jetzt doch so einen kleinen Takt hier hinzubekommen. So, was meckern die Leute eigentlich hier bei der Wildwasserbahn? So viel bezahle ich nicht für Baumstammrutsche. Okay, dann probieren wir es mal mit 4 Mark, ob da vielleicht mehr Leute hinkommen, dass die Warteschlange voll wird. Warum wollen die denn nicht so viel dafür bezahlen? Das ist doch eine epische Wildwasserbahn, Mensch. So viel bezahle ich nicht. Okay, dann 3 Mark. 3,50 erstmal probieren. Da kommen sie an, so wie es aussieht. Oder? Oder? Die wollen jetzt alle was Aufregenderes. Okay, dann bleibt es erstmal bei 3,50 Mark. Aber es ist doch eigentlich, na gut, Wildwasserbahn. Traditionell eher eine kleine Wertung. Hier kann man ein bisschen Springbrunnen hin tun. Dass die Leute da auch mal ein bisschen was Spektakuläres haben. Wird zwar die Wertung auch nicht gerade steigern, ein Ladenstand gibt es als nächstes. Wird die Wertung wahrscheinlich auch nicht gerade steigern, aber. Können schon hier ein bisschen Schulden zurückbezahlen. Jetzt ist der Verkehrswert 12.000. Na, was ist hier mit dem Purple Peril los? So viel bezahlen sie nicht. ,50 dann vielleicht. Ach komm, ich mach gleich mal eine Mark. Beim Karussell gehe ich auch nochmal runter auf 50 Pfennig. Riesenrad. Oh, Big Loop ist voll. Das ist gut. Ja, meckern sie überall, dass die nicht so viel bezahlen dafür. Okay, dann gehe ich mit dem Preis ein wenig runter. Jetzt füllt sich die Warteschlange bei der Wasserrutsche. Die Preissenkung war also die richtige Idee gewesen. Und was ist hier bei dem Bootsverleih los? So, 50 Cent. Kurz speichern. Und weiter geht es.
einige Tränke baut. Das ist gut, weil das